schon hier bereits von den Demonstrationen da, wo bereits in Dornstädter und in den die sich bereit machen, für die Doppel-Simulation und so weiter. Jetzt genau auf die Zweier Luftfahrzeuge aus vergangenen Tag. Da können wir nachvollziehen, wie man da vor 100 Jahren den Luftfahrt zu gehen gegangen ist. Die versuchen sich jetzt hier zu bekämpfen. Der Baron ist ein bisschen aggressiver. Ja, du Bocker, mit Umlaufmotor in Europa. Die schwedische Luftwaffe suchte seinerzeit nach einem wendigen Luftfahrzeug für Jagdknoten zum Training und sie war dann bis 1942 und circa 12 Jahre im Einsatz. Dieses präsentierte Mittelkaser 1989 zum ersten Mal nach 6-jähriger Bauzeit und die Herausforderung war sehr groß, denn es gab keine Baumlehne. Es gab ein Hotel, ein Museum, die mühevolle Kleinarbeit, haben dort Maß genommen und die Daten und Daten der Kummelkiste abgenommen. Sì, ma è una pista. Sì, ma è una pista. Sì, ma è una pista.
Zum Luftlaufen war geschehen, ist das andere, was andere, was wir heute hier zeigen.